Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo bezüglich zweier Dinge. Und zwar zum einen habe ich mir gedacht, ich krieg richtig häufig Nachrichten geschickt. Kann ich dich irgendwie bei Steam adden oder kann ich das machen? Oder bei ICQ habe ich auch schon gekriegt und Skype und was weiß ich nicht alles. Ich habe ja schon mal erklärt, Skype ist mein Privataccount, da quatsche ich mit Leuten, die von denen ich was brauche. Nee, also es ist wirklich nur für private Zwecke und für berufliche Zwecke. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen einen zentralen Punkt, wo wir uns alle zusammen irgendwie, was weiß ich, bequatschen können, wo wir uns Spielsessions irgendwie, wo wir Spielsessions starten können. Ich habe gerade mega den Sprachfehler, ich weiß gar nicht warum. Und da habe ich mir gedacht, komm, weißt du, machst da einfach mal eine Steam-Gruppe. Steam hat so gut wie jeder auf seiner Kiste installiert und so eine Steam-Gruppe ist doch eigentlich ein super, super Spielplatz für uns Gamer und für meine Abonnenten, also für dich quasi. Und dieser Steam-Gruppe bitte ich dich, joine doch einfach nach und ich werde da künftig dann irgendwie Community-Events oder Community-Zocken ankündigen. Auch bei Battlefield 3, weil mein Battlelog-Account, da sind mittlerweile so viele Freunde drauf, ich kann gar keine mehr annehmen. Also ich krieg zwar noch Anfragen die ganze Zeit, aber ich kann nichts mehr annehmen. Und das sackt natürlich ein bisschen. Das war noch das eine, also die Steam-Gruppe, ne, immer schön nachjoinen und reinjoinen. Und natürlich auch bei Facebook, da habe ich auch im Moment wieder ein bisschen Flaute, da müsste ich mal wieder was posten, ich vergesse das immer. Ach, das ist so scheiße. So, was brauchen wir denn noch? Genau, ich habe noch ein anderes kleines Anliegen. Und zwar der gute Julian Now. Julian, besser gesagt, oder Julian, je nachdem, wie er ausgesprochen werden mag, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müsste ich ihn mal fragen. Auf jeden Fall auch YouTuber, der macht immer Unpacking-Videos und andere tolle Videos. Solltet auf jeden Fall mal vorbeischauen, denn, das habt ihr vielleicht schon gesehen, Videoantwortmäßig hat er da schon zweimal, glaube ich, zugeschlagen. Und zwar verlost er in Zusammenarbeit mit, ach du Scheiße, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, Moment, das gucke ich eben, ich bin nämlich hier gerade auf dem Video, mit GameProfi24.de, verlost er ein Assassin's Creed 3 Exemplar für PlayStation 3, ich glaube ja. Ich glaube ja. Man bin ich uninformiert, das gibt's ja gar nicht. Auf jeden Fall solltet ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen. Ne, wenn ihr Assassin's Creed 3 noch nicht habt und würdet es gerne gewinnen, dann macht doch einfach mit. Da gibt's nämlich fünf Teilnahmebedingungen. Erstens, ihr müsst Abonnent von JulianAu7 sein, was ihr sowieso sein solltet, sonst gibt's Schelle. Ihr müsst das Lösungswort herausfinden. Als Tipp gibt er hier Fußball an. Für die Frage, für das Lösungswort, die Frage zum Lösungswort gibt es im Video, einfach anschauen, habe ich unten unter diesem Video verlinkt. Dann müsst ihr eine E-Mail an ac3ps3@web.de oder ac3360@web.de, also er verlost beide Versionen, das weiß jetzt auch Tobi, schicken mit der Antwort und dem Betreff Gewinnspiel, Strich Inhalt, Wort, Anschrift, Alter, YouTube-Account. Ne? Also Betreff Gewinnspiel, Inhalt, Wort, Anschrift, Alter, YouTube-Account. Der Einsendeschluss ist der 21.11.2012 um 21 Uhr. Das heißt, ihr müsst euch ranhalten, ne? Wir haben hier jetzt gerade den 19.11. um 6.50 Uhr, ne? Da müsst ihr schon mal auf die Tube drücken. So, das war's eigentlich auch schon gewesen mit diesem Informationsvideo. Was mache ich denn jetzt noch? Wir haben jetzt 6.50 Uhr, kann ich ja mal sagen. Ich werde jetzt gleich arbeiten, ne? Arbeiten oder aufnehmen. Das ist das Einzige, was in meinem Leben so Sinn macht. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Informationsvideo. Schaut bei JulianAu7 beim Gewinnspiel vorbei. Liked oder klickt in die Steam-Gruppe von mir. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in einem der anderen Videos. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und haut rein.